Adagio kommt als letzter Kandidat heran. Alles ist startklar, gelbe Fahne ging nach oben. Und Boxentüren auf an der 1300 Meter Marke. Die Pferde sind auf der Reise. Milieu hatte gleich einen guten Start, übernahm das Kommando mit Bastiano an der Innenseite. Das sind die ersten beiden Kandidaten. Jetzt müssen wir wieder sehen, bis wir die Pferde zu sehen bekommen. Big Beat ist auf jeden Fall in vorderster Linie mit auszumachen. Dahinter sehen wir dann First of May. Vorletztes Pferd ist aktuell Adagio und ein Kandidat galoppiert da deutlich hinter dem Rest. Das müsste dann Svester Shastia sein. So geht es in rasanter Fahrt gleich ausgangs der Gegenseite weiter an der Spitze. Keine Veränderungen. Bastiano zeigt nach wie vor den Weg. Bastiano, Snack It, First of May, Big Beat, die sind alle vorne mit dabei, genauso wie Milieu. Und jetzt müssen wir warten, bis wir die Pferde dann wieder zu sehen bekommen, wenn sie aus dem Bogen hinauskommen in Richtung der langen Krefelder Zielgeraden. Wer ist vorne dort? Ist das Bastiano? Ich glaube, es ist Bastiano. Es geht auf jeden Fall mal in die Zielgerade hinein. 400 Meter noch. Big Beat versucht dann natürlich sofort dort anzugreifen. Ist an der Seite. Milieu ist ebenfalls mit den vorderster Linie damit dabei. Dieses Trio erstmal deutlich vor dem Rest, ganz außen. First of May versucht auch nochmal nachzusetzen. Jetzt geht Big Beat auf jeden Fall nach vorne. Big Beat ist vorne. Big Beat vor Bastiano an der Innenseite. Der kämpft nochmal zurück. Dahinter First of May läuft ein tolles Rennen beim Debüt. Innen Bastiano. Bastiano vor Big Beat in zweiter Position. Adagio fliegt noch heran. Aber Bastiano gewinnt. Bastiano gewinnt. Dahinter ist es innen Adagio. Den können Sie sich auf jeden Notizzettel schreiben. Dann Big Beat vor First of May, gab ein gutes Lebensdebüt, Milieu, Snagit und dann Svester Shastia. Vorläufiger Einlauf, sechstes Rennen, Preis der Brauerei Kerkhoff, siegreich.